Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei den Banditen, die ich endlich gefunden habe, aber die mich gleich angreifen. Finde ich gar nicht gut. Was war mein Ziel bei denen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas suchen, oder? Irgendwelche Beweise. Oh, verdammt, die sind stark. Kann ich da einen einzelnen weglocken? Nee, will ich gerade gar nicht. Ich will es gerade abschütteln, ne? Weil ich fast tot bin. Ja, genau. Ja, tue ich. Das tue ich in der Tat. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Das wäre echt nicht nötig gewesen. So, jetzt trinke ich einen Heiltrank, den ich mir letztes Mal gespart habe. Und jetzt brauche ich noch 30. 30 sind, ja, 10. Und... ...15 und 5. So, ist das schön. Puh, die hat mich ja gerade beinahe platt gemacht, aber das muss doch irgendwie machbar sein. Ich war ja da gerade ganz rechts hinten. Vielleicht kann ich mich darüber irgendwie reinschleichen. Die nehme ich mal noch mit. Schon, dass die mich gleich angreifen. Hallo, ich trage so eine Lederrüstung wie ihr auch. Warum seid ihr so aggressiv? Ich mach dich fertig. Boah, Pfeile machen Schaden. Mein. Bist du der fast kaputte? Ne, bist du nicht. Wo ist der fast kaputte? Da war doch einer fast kaputt. Haben die sich geheilt? Ja, die haben sich geheilt. Na ja, gut, ich könnte zumindest versuchen, die beiden Nahkämpfer hier zu erledigen. Und von den Fernkämpfern wegzukommen. Das könnte klappen. Uah! Goblin-Skelett. Greift das Skelett die beiden an oder mich? Ja, renn so schnell wie du kannst! Keine Ahnung. Hey, die ist ja gar nicht so weit weg. Ich mach dich fertig. Na, komm schon. Nein! Nein! Kann es sein, dass ich irgendwie gerade noch zu schwach bin für die Banditen? Und für die Söldner? Und überhaupt? Dass ich mir irgendwo anders zuerst ein bisschen was antrainieren muss? Ich weiß es ja nicht. Also ich weiß, ich hab das mal als Söldner durchgespielt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau geklappt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach mal sein. Ich weiß jetzt, wo die sind und dass ich da einfacher hinkomme, ohne durch den Wald durchzugehen, nämlich von hier außen. Und dann hoffe ich, dass ich das in ein paar Levels, wenn ich ein bisschen stärker bin, noch nachholen kann. Ich muss halt bloß darauf achten, jetzt nicht Magier zu werden. Ich kann ja mal versuchen... Jetzt mal den Anfang machen, bei den Magiern, die Quests. Oh, sind das Goblins oder Skelette? Ach, Goblins, süß. Die sind ja süß. Also verglichen mit den Skeletten. Kommen die Goblins vielleicht hier oben natürlich vor? Und die Skelette sind die, die runtergefallen, wieder aufgestanden sind. Ja, ein bisschen gruselig. Aber könnte ja sein. Ups, Wölfe. Schwer war das jetzt nicht. Schon wieder eine Innos-Statue. Mit einem Trank. Ich schätze mal, die wurden hier so als Opfergaben hinterlassen. Aber ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich mir die mitnehme, denn ich bin ja schließlich Magier oder will Magier werden. Das heißt, ich gehöre zu denen, für die Gaben ja sind. Genau. Weil ich diene ja dem Gott, für den die Gaben gemacht wurden und
Wenn dann die Diener des Gottes die Gaben nehmen, dann hat der Gott effektiv mehr Einfluss. Mhm, genau so ist es. Ja, ganz bestimmt. Da geht's hoch. Aber zuerst will ich hier ernten. Hier gibt's nämlich Blauflieder. Und yay, meine Steuerung spinnt. Aber hier bin ich wieder. Und werde diesmal diese beiden Feldräuber erledigen. Ich muss ja irgendwie leveln und stärker werden, damit ich die Banditen und die Söldner besiegen kann. Also beide getrennt voneinander. Nicht, dass die einen die anderen wären. Die Söldner sind natürlich keine Banditen, sondern Freiheitskämpfer. Die sich gegen die Unterdrückung durch den König auflehnen. Andererseits wären sie gar nicht mal so schlecht damit beraten, zumindest gegen die Drachen mit vorzugehen, ne? Aber gut, ist ihre eigene Entscheidung. Sie sind ja für ihr Leben selber verantwortlich. Und wenn sie sich den Drachen zum Fraß vorwerfen wollen, tja, dann ist es halt so. Ist ja gutes Recht. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Warum kaue ich die ganze Zeit? Das sieht ungesund aus. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Ja, gerne. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Oh, kannst du mir nicht Geschicklichkeit beibringen? Hab ich da gerade nicht Heilpflanzen oder so gesehen? Nö, hab ich nicht. Okay. Da ist die Taverne von Orlan. Habe ich hier zwischen schon alles gesäubert? Nein, habe ich nicht. Wo ist denn Norden? War blöd gefragt. Norden ist diesen Weg lang. Mit untote Wesen meint er hoffentlich keine Goblin-Skelette. Fände ich schön. Ich bin immer wieder erstaunt, wie stark diese Scavenger sind. Ja, aber prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, dass ich für den da die Armbrust zurückhole. Meint er nicht in den Bergen? Uah! Ach so, oh, eine Ratte. Nur eine Ratte. Ja, wenn die Steuerung nicht so träge wäre, ja, dann wäre das gerade nicht so gelaufen. Dann wäre das besser gelaufen. Das Problem ist halt, wenn ich die Steuerung-Taste loslasse, dann ist die effektiv noch eine Sekunde oder so gedrückt. Das heißt, wenn ich dann loslasse und zurückweichen will, dann block ich. Und wenn ich loslasse und mich drehen will, dann schlage ich zur Seite. Ah! Das ist doof. Das sollte so nicht sein. Spiel? Gut, 15:38. Naja, ist eigentlich noch zu früh zum Schlafen, oder? Ach nee, was soll's. Spare ich mir die Heiltränke. Und dann habe ich wieder einen frischen Morgen vor mir. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Dumm. So, ich lege mich da mal hin. Und dann schlafe ich bis zum nächsten Morgen. Gute Nacht. Ah, und guten Morgen. Da bin ich wieder frisch, da bin ich wieder fit und der neue Tag kann beginnen. Du, sag mal, Ruka. Warte mal. Was ist denn eigentlich wieder ein Trinkding? Du wolltest doch trinken, ne? Mir geht es besser. Ich trau mich jetzt nicht an die Truhe ran.
Und ich brauche 1000 Gold, stimmt. Bei Orlan könnte ich die Waffen verkaufen. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Bei Orlan verkaufe ich die Waffen, die ich nicht brauche. Diese beiden Äxte. Weil Degen der Banditen. Will ich mal einen behalten. Und ansonsten, naja, die brauchen Geschicklichkeit. Wie viel Geschicklichkeit habe ich denn? 10. Zeig mir. Klar. 10 Geschicklichkeit bräuchte ich noch. Andererseits macht er 40 Schaden. Meine Waffe macht 45. Okay, dann gibt mir 5% Bonus. Dafür muss ich 10 Geschicklichkeit lernen. Das kostet 10 Lernpunkte. Es ist mir eigentlich nicht wert. Also weg damit. Weg damit. Die brauche ich für Gregs Zeug. Weg damit. Immer wieder das Dolch brauche ich nicht. Ein Bogen reicht mir. Man selbst ist doch da nicht drauf. Dann habe ich ja schon fast meine 1000 Gold zusammen. Wow. Finde ich gut. Kerzenständer brauche ich bestimmt nicht. Oder ein Silberkelch. Oder eine goldene Schale. Bergkristall, wie gesagt, Alchemie. Das ist wirklich nicht mein Problem. Statue bestimmt auch noch für irgendwas. Erzbock bestimmt, um Waffen zu schmieden. Und dann habe ich dann noch einen Lederbeutel. Mit 25 Gold. Yay! Und dann habe ich noch ganz viele Fälle, die ich Bosper verticken kann. Ich hätte ja schon meine 1000 Gold zusammen. Das heißt, ich könnte ja jetzt eigentlich schon zum Kloster gehen. Ja. Aber ich überlege gerade. Ich muss eh noch mal in die Stadt zu Bosper. Moment. Was will ich hier tun? Genau, ich will das Schaf. Dann gehe ich in die Stadt zu Bosper, dann habe ich mein Schaf, meine 1000 Gold. Und dann kann ich mal zum Kloster gehen. Und versuchen, Novize zu werden. Nachdem ich ja hier jetzt bei den Söldnern mich so mühevoll abgerackert habe. Tut mir ein bisschen leid, dass ich da jetzt kneife. Aber irgendwie komme ich da einfach nicht vorwärts. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Idee, wie ich die besiegen kann. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr eine Idee habt, ich werde es gerne mal versuchen. Ich werde jetzt in der Aufnahme noch nicht Novize werden. Und sag mal, wenn die beiden da so am Wegesrand stehen, dann sind die doch bestimmt besiegbar, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass die so schwere Gegner sind, wie ich immer dachte. Komm mal her, du Keider. Ne, nur einer. Nur einer. Nur einer. Nein, da kommen beide, oder? Ja, da kommt nur einer. Naja, 60. Das ist ja in Ordnung. Die sind ja schwächer als Wölfe. Nee, die sind so wie Wölfe ungefähr, ne? Wölfe geben auch 60. Wobei ich sagen muss, gefühlt sind die schon ein Stück zäher und stärker als Wölfe. Vielleicht ist es nicht ganz so fair, dass die genauso viel Erfahrung geben wie Wölfe, aber egal. Es ist in Ordnung, ich kann Keiler besiegen. Ich muss da keine Angst vor haben. Wieder was gelernt. Und ach komm, bevor ich jetzt hier eine Blutspur hinterlasse. 37... 52 müsste das sein. Genau. Da fehlen mir noch genau 60. Das sind 5 davon. Und dann habe ich noch 8. Und dann muss ich echt langsam mal wieder was braten. Das kann ich ja dann offscreen machen nach der Folge. Jetzt werde ich mir noch schnell das Schaf besorgen. Den habe ich verprügelt, ne? Hier ja. Du das nicht zu sagen. Den habe ich verprügelt. Basta, genau. Basta schlägt mir schon zu. Vielleicht reicht es ja eigentlich auch schon, um Söldner zu werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich muss zumindest noch Silvio machen. Oder Silvios Jungs. Keine Ahnung. Also, aber das Schaf kann ich mir jetzt, soweit ich weiß, ohne Gefahr besorgen. Ich kann dem jederzeit sagen, bleib stehen und komm wieder mit. Von daher tut es nicht weh, wenn ich mir das jetzt hole und einfach irgendwo im Kloster deponiere. Ja, geh mir aus dem Weg, Fester. Blöde Sau. Hast du mir was versprochen und nicht eingehalten.
Ich hoffe nur, dass das Gold, das ich dann von Bosper kriege, ausreicht, um die 1000 voll zu machen. Und dann kann ich endlich Novize werden. Yay! Oder ich kann so zumindest alles tun, bis kurz bevor ich Novize werde. Denn ich will ja eigentlich auch noch fast Söldner werden. Ich finde das so traurig, dass es nicht klappt. Mensch, das kann ja nicht sein. Ich hätte auch keine Ahnung, was ich jetzt tun würde, wenn ich wirklich Söldner werden wollte. Wie ich die dann besiegen würde. Oder könnte. Die Typen. Jo, gib mir ein Schaf her. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Ja, komm. Hier sind 100 Goldstücke. Gib mir ein Schaf. Gut. Nimm dir die Liesel mit. Du findest sie hier auf der Weide. Sag ihr einfach, sie soll dir folgen. Sie ist ziemlich klug für ein Schaf. Behandle sie gut. Ziemlich klug für ein Schaf. Ich kann mir noch ein Schaf kaufen? Hallo, Liesel. Hallo, Schaf. Komm mit. Ist das ja oder nein? Folgt sie mir? Ja, sie folgt mir. Oh, wie toll. Die Liesel folgt mir. Ich habe ein Schaf, mein ganz eigenes. Ich frage mich nur, ob ich das jetzt mitnehmen kann in die Stadt. Es wird ja wohl kein Problem sein, ein Schaf mitzunehmen, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Banditen es angreifen. Aber die Stadtwachen wahrscheinlich nicht. Coole Sache. Ich habe ein Schaf. Mäh. Das ist gut. Ich muss halt nur darauf aufpassen. Ich habe gerade gesehen, ich kann noch ein Schaf nachkaufen. Das ist wahrscheinlich für den Fall, dass sie stirbt. Also schätze ich mal, dass sie sterben kann, wenn irgendwelche Gegner sie angreifen. Also passe ich mal besser, ein bisschen besser drauf auf. Das heißt, ich werde jetzt nur die Wege lang gehen und nicht irgendwie querfeldein. Und halte mich von allem Ärger fern. Jawohl. Und dann wird das Schaf bestimmt ganz alt und mich lieben und so. Da ist sie. Hihi, Liesel. Na gut, das dauert jetzt eine Weile, bis ich zur Stadt gelaufen bin. Ich glaube nicht, dass auf dem Weg wirklich irgendwas Wichtiges passieren wird. Von daher würde ich mich jetzt einfach mal hier verabschieden und sagen, dass wir uns dann in der Stadt am Marktplatz, also direkt hinter dem Südtor, Osttor, ich weiß nicht, Osttor glaube ich, hinter dem Osttor sehen wir uns dann wieder Anfang der nächsten Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis dahin.